Sebastian Grunseder, ich bin, mal überlegen, 39 bin ich geworden vor kurzem und ich komme aus Paukofen, das ist ungefähr 20 Kilometer südlich von Rengsburg. Ich bin in meiner Freizeit nebenberuflich, bin ich Food-Designer, Tortendesigner und mache solche Schaustücke, gebe Workshops im Bereich der essbaren Tortendekoration, unter anderem auch Obst- und Gemüseschnitzen, Airbrush auf Torten und das Modellieren und Herstellen von Motivtorten. Dann werden wir im Anschluss dann auch miteinander modellieren. Das ist ja das Hauptthema, und zwar werden wir die kleine Maus da machen, alle miteinander. Jeder wird sowas mit heimnehmen. Ich zeige euch ein paar einfache Techniken, wie man ganz schnell Tortenfiguren herstellen kann, denen ein bisschen Mimik gibt, Tipps und Tricks beim Einfärben. Und ja, das wird jeder gut hinkriegen. Das ist wirklich sensationell, was man mit diesen zwei, drei Handgriffen personalisiert machen kann. Individuelle Tortenfiguren für Kinder, für Taufen, für Hochzeiten, alles Mögliche. Ist ja wurscht. Zwei, drei Techniken und zwei, drei Farben und dann könnt ihr wirklich loslegen und könnt was machen. Backen wir's. Ich muss nämlich jetzt erst den Fondant portionieren. Wir rechnen ungefähr, normalerweise machen wir so eine Figur. Halbes Backel, 125 Gramm. Wir arbeiten heute aber mit 200 Gramm. Das ist die DIN-genormte 200 Gramm Maus. Das ist die da. Soll ja noch was ausschauen. Also fangen wir an. Modellieren wir. Der Vorteil ist, es ist jetzt relativ warm da herin. Das heißt, der Fondant ist, hat schon eine gewisse Grundweichheit. Den müssen wir jetzt natürlich erstmal weich kneten. Und zwar einfach hin und her kneten, vielleicht auf der Matte ein bisschen rollen. Und zwar ist er optimal verarbeitet, wenn er glänzt, wenn er so einen leichten Glanz hat und er komplett rissfrei ist. Aus der Kugel müssen wir quasi einen Körper ausmodellieren, einen Schwanzl ausmodellieren und nur zwei Arschl. Wir haben zwei Arme und zwei Beine. Okay, das heißt, wir müssen uns das Ganze jetzt dann erst ein bisschen einteilen. In der Zwischenzeit schnappen wir uns unseren gelben Fondant und machen wir dasselbe mit dem auch wieder. Weil jetzt machen wir aus dieser Kugel eine Wurst. Weil wir machen im Endeffekt ja jetzt zwei verschiedene farbige Würstel und die verdrehen wir zu einer Kordel. Und dann werden wir das Ganze miteinander verbinden und dann basteln wir unseren Ring draus. Dann legen wir los mit der Maus. Man sagt immer, zwei Drittel ist der Körper und ein Drittel nehme ich her für den Rest. Man braucht nicht viel. Die Ohrwascheln sind hauchdünn, das Schwanzel ist hauchdünn und aus dem Rest kommen Arme und Beine. Bei mir ist ein Werkzeug, bei euch ist ein Werkzeug drin, da ist eine ganz kleine Kugel drin. Da könnt ihr eurer Maus quasi vorne nur so einen kleinen Bauchnabel reinmachen. Ich weiß, eine Maus hat zwar keinen Bauchnabel, aber ich finde es urkomisch, wenn so eine bisschen gesetztere Maus mit einem Bauchnabel da in dem Schwimmreifen drin hängt. Und da hinterhalb der Nase, mit, also links und rechts, macht sie jetzt so kleine Vertiefungen mit diesem Kugelwerkzeug ein. Da werden wir jetzt dann mit schwarzem Fondant, dann wir da kleine Kugel modellieren, die wir da reinfallen lassen. Und da brauchen wir jetzt quasi eine kleine Kugel. Und aus dieser einen kleinen Kugel machen wir zwei Mini-Mini-Halbkugeln, die wir dann wieder zu Kugeln formen und dann quasi in die Augenhöhle reinfallen lassen. Und wer seiner Maus noch so Schnurrbarthaare machen will, kann er das natürlich auch machen. Ich habe da vorhin Glasnudeln, ungekochte Glasnudeln, die nehme ich mir gern her für diese Schnurrbarthaare. Und dann dürft ihr eure Maus, wenn ihr es soweit habt, dürft ihr es auf euer Cakeboard setzen.